da denn drauf? Ups, jei. Da hat's mir voll das Hirn versenkt. Bin ich denn hier? Ich glaube, ich bin hier falsch. Aber hier scheint es richtig. Hier ist ein frischer Mann mit Schwert. Okay, mit 36 Schoten kann ich leben. Nee, ich gehe mal hier weiter. Wie bist denn du drauf? Wir sind hier doch nicht in Australien. Gut, hier ist nichts. Nichts ist nicht viel, wie wir wissen, allesamt. Das habe ich schon in der Schule gelernt. Wenn wir nichts haben, können wir nichts abziehen. Hier ist das Bäumelein. Hier ist noch ein Bäumelein. Hier ist ein Karate-Leguan. So. Karate-Leguan ist Geschichte. Hier ist eine Schildi. Mein Abendessen. Das wurde aber knapp. Ah, eine Seele, geil. Die Regenaltare der Vergangenheit befinden sich in Zü. Na gut, dann gehen wir mal zurück nach Zü. Geh das mal hier rauf. Quaggy. Sie haben Quaggy getötet. Ah. Also kriechen kann man auch. Das ist gut zu wissen. Ei, das war aber knapp. So, dann legen wir uns mal mit den Frösche unten an. Mit dem alten Froschkönig. Ich kann noch 20 Lebenspunkte aufwerfen hier. Eieieiei. An jedem der Regenaltare kontrollierten vier Seelen das Wetter. Zwei haben wir. Schwier rauf. Aua. Uiuiuiui. Okay, das haut uns ganz schön in die Bredouille hier. Aua. Okay, da ist weg. Na gut, gehen wir mal hier rein. Vielleicht komme ich irgendwie auch darauf. Das fände ich sehr, sehr schön. Okay, können wir raufklettern? Ah, wie kommen wir denn wieder zu der Kiste? Oh, wir machen nochmal ein Save the Game. Save the Game. Altar 1. Seele, werden vier Seelen befreit, beginnt es zu regnen. Bitte, rette unser Volk. Natürlich. Na gut. Wir müssen weiter Seelen suchen. Okay. Tun wir das? Wie kommen wir dort rauf? Natürlich verklopfen wir erstmal den blöden Frosch. Eieieiei. Ach, Manu. Man kann auch so schwer ausweichen an vielen Stellen. Aua. Du bist eine Scheißkröte. Ein elender Scheißhaufen vor dem Herrn. Wie kommen wir dort rauf? Wie kommen wir hierher? Ich habe keine Ahnung. Aber das werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Hoffe ich zumindest. Ui, das war auch knapp. Das werden wir wahrscheinlich noch irgendwie rausfinden werden müssen, tun, sollen, wie auch immer. So, wir müssen noch mehr Seelen befreien. Dann machen wir das. Die Seelen unserer Ahnen. Upsa! Ach Mann! Manchmal kann man gar nicht, reagiert's nicht. Und dann kann man machen, was man will. Super Saiyajin ist jetzt Level 14. Kopie um 9, Stärke um 2, Abwehr um 3, Glück um 2. Saiyajin! Ist doch gut, wir haben 123 und 73 Lebenspunkte davon. Naja. Geht schon. Ralf. Da macht doch Ralf, der Ralf. Wir müssen
Seele. Du musst ein Regenaltar finden. Hab ich doch. Und fehlt noch eine Seele. Haben wir doch. Wir haben doch Regenaltar gefunden. Oder nicht? Hallo? Na toll. Ich hoffe, das kommt irgendwie rauf. Aber da steht genau ein Baum im Weg. Entschuldigung, trockenen Hals. Es ist jetzt das dritte Spiel, was ich heute aufnehme. Aua. Noch eine Seele. Du musst einen Regenalter. Hab ich doch. Oder denkt ihr, ich bin doof? Okay, das macht er nicht. Aber das ist doch ein Regenalter. Müssen wir jetzt dorthin? Haben wir jetzt die vier Seelen befreit? Also, liebe Freunde, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir brauchen bestimmt einen Holzfäller. Ein Holzfäller-Dingsbums. Ein Holzfäller-Speer. So. Wir sind die fröhlichen Holzfäller-Buben. Hier kann man auch nirgends durchkrabbeln. Ich hab's gedacht. Es wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Hoho. Geil. Super geilo! So. Wir haben doch den Altar gefunden. Wir haben jetzt auch vier Seelen befreit. Da müsste doch. Theoretisch und neopraktisch. Komm ich nicht rauf? Ich will hier rauf. Hitzi! Hat's uns aber voll erwischt, hat's uns. Gut, wir haben jetzt hier vier Seelen befreit. Da müssten wir doch theoretisch... Ist aber auch nicht so viel raufkämen, oder? Da müssten wir jetzt theoretisch... Aber nur theoretisch, bis jetzt vier Seelen hier sind. Wir haben jetzt vier Seelen befreit. Ja, Altar 1. War was? Ich fühle eine riesige Kraft. Okay, drei Altare müssen wir machen. So, was passiert jetzt? Machen kann ich nichts. Jetzt kommen wir vielleicht an die Kiste ran. Ach, das wäre doch geil. Alles wird begrünt. Ach, das ist doch schön. Und alles Wasser. Na toll. Alles begrünt. Das ist doch toll. Das gefällt mir doch. Ah, schön. Gefällt mir. Toll. Die Pflanzen sind auf den kargen Boden zurückgekehrt. Diese Farbenpracht ist faszinierend. Menschen erfreuen sich daran und Tiere leben davon. Tiere? Natürlich. Die Tiere können nicht zurück, weil es nicht genug Gras gibt. Alles weggeraucht, wa? Wenn mehr Pflanzen wachsen, kehren auch die Tiere zurück. Die Möwe sagte, ich solle hier das Nashorn Lonzo, die Schildkröte namens Kamensky und Leon, den Löwen und König aller Tiere treffen. Ja, dann machen wir das. Dann battlen wir mal hier ein bisschen hin und her. Ah, komm jetzt hier raus. Oh, cool. Oh nein, ich wollte doch... Autsch! Ach, du doch doof. So, wir machen hier runter. Und holen uns mal hier diese Kiste. Mal gucken, was da drin ist. So. Dunkle Wolken verdecken die Sonne. Das wird Rigol. Ark erhält Abwehr-Elixier. Doch gut. Und da war natürlich nix. Dann machen wir jetzt mal hier rauf. Oder mal hier runter. Und mal hier rauf. Und machen wir hier rauf. Wir gehen jetzt mal hier rauf. Und gucken mal. So.
Noch zwei Altare brauchen wir. Mal sehen, wo die zu finden sind. Aber ich bin zuversichtlich, wir schaffen das. Bei Chaka, wir schaffen das. Können wir hier vielleicht durchkrabbeln irgendwo? Nee. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Wird das noch alles karg und grau. Schauen wir uns mal weiter hier um. Hier wird es ja hoffentlich etwas geben. Bleib doch mal stehen, wenn ich schauen will. Hier wird es hoffentlich etwas geben. Aua. Nix. Und ich sage immer wieder, nix ist nicht viel. Ich stechte in den Arm. Upsi. Hui. Mal weiter hier rüber. Aua, warte, mit dir habe ich jetzt gar nicht gerechnet, du blödes Fliegenviech. Hier, Schildi, fang. Das ist doof. Ich hab's doch geworfen. Elendes Bumsding. Ah, Mist, nix in der Left. Ah, Gold. Sehr schön. Das goldene Zeitalter bricht an, liebe Freunde. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir hier auch noch was machen müssen. Bloß. Was? Money. Mist, ich. Au, was macht ihr jetzt? Wieder kein Geld. So ein Elend über Elend. Wir gucken nochmal hier, war doch auch ein Eingang. War das hier? Ach nee, das war hier. So. Hinten war doch auch eine Höhle. Wir gucken mal dort rein. Aber ich würde mal sagen, wir reden nochmal mit diesen netten Herren. Ich kann dir bestimmt helfen. So, Rüstung gab's ja keine neue, schade. Ach Mann, was machen wir denn hier? So, ich geh mal ganz kurz raus. Schnabbo, fazilieren mal schnell so eine Wunderknolle. Und dann kaufen wir uns eine neue. So, gehen wir mal mit voller Lebensenergie hier rein. Mit voller Lebensenergie! Aber erstmal kaufen wir uns noch eine Wunderknolle, damit wir nur 9 haben. Ich bin da so ein bisschen pedantisch. So. Okay, dann speichern wir nochmal. Mit vollen Lebensbalken, ist das immer schön. Safe Game Position. Ach, so ein Emulator ist schon was Tolles. Meint ihr nicht? Ich mein schon. Okay, hier ist nichts. Was kann das hier noch sein, liebe Freunde? Tierfels. Ah. Vielleicht finden wir ja hier König Löwenherz und seine Gesandten. Aber ich gehe mal stark von aus, hier müssen wir dann erst hin, wenn wir die Altare befreit haben. Na gut. Dann gehen wir raus und hier müssen wir bestimmt hin, denn die Altare dann. Wenn wir dann die Altare haben, es fehlen ja bloß noch 2. Ach du liebe Güte. Dann auf geht's. Was ist eigentlich hier? Finden wir drin vielleicht noch irgendwas? Irgendwas ganz Tolles? Nö. Hätte das sein können. Man weiß es ja nicht. Aber wie komme ich hier an den hier. Überlegt, wie man an den Speicherpunkt kommt. So. Und wir speichern mal. Naja. 4 Stunden 58 ist doch ganz gut. Dann machen wir mal durch hier. Los, kommt, auf geht's, liebe Freunde. Wir schaffen das Spiel, wir knacken das Spiel. Wir sind nämlich die Spieleknacker von nebenan. Dann runter hier und raus. Und auf geht's und suchen wir den Altar Nummer 2. Wo auch immer er sein möge.
Hier ist nichts mehr. Das ist traurig. Ich liebe diese Spiele. Könnt doch sagen, was ihr wollt. Ich liebe diese Spiele. Ah, was haben wir denn hier? Schlucht. Ja, auf zu schluchzen. Kaktus. Pieks, Pieks, diese Schlucht Pieks zählt nur das bloße Überleben, Pieks. Wenn du dein Leben liebst, Pieks, solltest du auch gern Pieks. Mhm. Mir zählt das pure Überleben. Dann tun wir das, liebe Freunde. Wir stellen uns den Tod. In dieser Schlucht zählt nur das bloße Überleben, wenn du dein Leben liebst, bla bla bla. Hallo, Elchen. Hier beginnt das Land der Dämonen. Geh besser nicht weiter. Okay, dann machen wir das später, wenn wir die Altare befreit haben, ne? Ich glaube, dafür haben wir noch das falsche Schwert. Gehe ich mal stark von aus. Wir schauen uns immer weiter um. Es hieß aber, und Zü, oder wie das hieß, sind alle drei, ne? Also müssen hier noch irgendwo zwei Altare sein. Hier müssen noch zwei Altare irgendwo sein. Ich schau mal hier drüben. Money! Ja, da ist schon so kein Leben und wir vernichten alles, was hier keucht und fleucht. Mensch, mal. Oh, Strottel. Also manchmal, da frage ich mich. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Wir brauchen noch ein Altar. Wie wunderbar. Das ist ein Scheißkerl. Sind wir wieder hier? Sind wir jetzt auch richtig hier? Oder sind denn die anderen Altare doch woanders? Aber der hat gesagt, die sind hier. Hat er nicht? Hat er wohl, ne?